junkfoodtaster.com und jetzt gibt es 5 Minuten Terrine von Maggi. Den Gulaschtopf. Okay. Speckfett. Rindfleisch. Aufgießen. Umrühren. 5 Minuten. Guten Appetit. Kochstudio. Alles klar. So, ist eine Nestle-Marke. Naja. Okay, dann schauen wir mal. Hier das Gulasch. Okay, Wasser kochen. Ist schon vorgekocht, müsste ganz schnell gehen. Ihr seid ja immer ganz nah dabei an der Action. Bis zur Fülllinie. Das ist so das da. Es blubbert. Das müsste eigentlich Füllkante heißen, oder? Jetzt umrühren. Riecht das jetzt? Jetzt dreckigen Löffel auf den Tisch legen, damit man danach wieder abwischen kann. Ah, jetzt ist das hier abgerissen. Sollte man den Deckel nochmal drauf machen? Nee. Soll man so stehen lassen. Man kann auch den Deckel drauf machen. So, gut. Also, Cut. So, now 5 minutes are over. Yeah, and you can see the noodles got thick. I think it got creamy, yeah? Yeah. And I will put it into this bowl here for demonstration purposes of the content. Usually you would eat it now from the bucket. But in my blog it's all about showing you the products. Looks quite nice, I would say. Ah, I started to speak English. I was German before the break, sorry guys. Yeah, and that's what it is. Noodles. Where's the goulash? No one knows. Maybe it's just named goulash. Like without a reason. Goulash taste. Yeah, now I'm in English. I forgot. I will say something in English now. This is Maggi 5 minutes instant noodles from the bucket, and it's goulash stuff. But I think they are goulash. From my opinion, means little meat pieces. They are missing here, I would say. And in nutrition, it's a Nestle brand. Yeah, it's junk food because it's not really difficult to make it. I think this is good a little bit. Yeah, this is a goulash. Look at this. Is this a little piece of meat? You have to look very closely. I think the seasoning, the spicing,
Ja. Das ist over the top. Here's a little piece of meat or something. Yeah. You have to search for, with a microscope for it. Ja. No. I would say the spicing is far too far off limit. I think I give it a fail. So if you like heavily spiced instant food, try this, otherwise don't do it. Now last words in German again. Sorry guys, I completely messed this game here up. Sorry. That's happened when I have a cut in the videos. Okay, das Zeug ist viel zu derbe gewürzt. So ist so in etwa wie die schlimmsten Chips, die ich verkostet habe. Und die Fleischstückchen muss man hier mit der Lupe suchen. Also Geschmacksverstärker, haben die bestimmt nicht draufgeschrieben, ne? Was steht hier irgendwo? Geschmacksverstärker? Paprikapulver, ja. Petersilie, Lauch, Sellerie, Gurkenmehl, irgendwann ist es dann zu viel, ne? Ja, übergewürzt. Also, aber macht euch, fühlt euch frei, selber eure Meinung in den Kommentaren zu schreiben in dem Produkt. Oder erster Link in der Beschreibung, da könnt ihr auch bewerten.